Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ja, wir sind heute in Hardenbeck bei der Firma Kiefernbohm. Neben mir steht schon ein Profi und ich möchte mich auch mal als Zimmerer probieren. Wie das so gelingt, das sehen Sie jetzt. Sieht sehr schön aus, Holz ist vielseitig. Ich und mein Holz. Du kannst es verbrennen, du kannst es sägen. Heute geht es um Bootstege und Schuppen. Zunächst müssen diese allerdings geplant werden. Zimmerermeister Ingo Buchwald hat als erstes die Pläne auf dem Tisch. Als erstes wollen wir jetzt die Zimmereiabteilung aufsuchen und mal gucken, wie eigentlich alles geplant wird. Ja, neben mir ist jetzt Herr Buchwald und Sie sind Zimmerermeister. Genau, richtig. Und Sie wollen mir jetzt mal so ein bisschen erklären, wie hier alles funktioniert. Naja, bei den Bootsschuppen war es halt so, dass wir von dem Anglerverein aus Beutzenburg in Vertretung für die einzelnen Bauherren, da kümmern die sich drum, haben wir von denen einen Auftrag bekommen. Mit den Konstruktionszeichnungen und auch schon der statischen Vorbemessung für die einzelnen Querschnitte. Und dementsprechend konstruieren wir die ganze Sache. Der Plan steht also schon einmal. Als nächstes folgt dann der ordnungsgemäße Zuschnitt. Vom Büro aus geht es weiter ins Sägewerk. Schritt für Schritt wird jeder Balken auf die richtige Größe zugeschnitten. Jedes fertige Stück wird dann markiert. So haben es die Zimmerer später leichter, jedes Teil zusammenzufügen. Ortswechsel. Jetzt geht es auf die Baustelle nach Beutzenburg, direkt am Wasser. Was vorher akribisch geplant und zugeschnitten wurde, soll jetzt natürlich noch montiert werden. Ja, wir haben jetzt die Baustelle in Beutzenburg erreicht. Hier haben wir ja schon wieder unseren schönen Plan dabei. Und hier sind ja auch die Holzstücke, die vorher zugeschnitten wurden. Und jetzt möchte ich natürlich auch mal anpacken und loslegen. Was kann ich denn hier so machen? Ja, ich denke, es wird auch Zeit. Eine Menge hast du gesehen, wie die Arbeitsvorbereitung war, wie die Planung war. Wir sehen hier wieder unsere schöne Zeichnung. Bauteile sind schon alle runtergetragen worden durch unsere fleißigen Helfer hier vor Ort. Und deine Aufgabe wird es jetzt sein, so einen Winkel mal mit diesem schönen Schrauber zu befestigen. Wie heißt denn dieser schöne Schrauber? Das ist ein Dewalt Akkuschrauber. Ah, okay. Na dann Handschuhe an. Handschuhe an. Und los geht's. Der Zeitraum für die Montage ist genau abgepasst. Hier kann nur gebaut werden, wenn das Wasser zu Eis gefroren ist. Die Temperaturen erschweren die Arbeit, eine Herausforderung, die zu meistern ist. Jetzt müssen die Winkel fachgerecht angebracht werden. Ja, der erste Versuch sieht noch etwas mühselig aus. Das kann nur besser werden. Übung macht ja bekanntlich den Meister. Und so ist es auch. Von Schraube zu Schraube wird die Arbeit etwas leichter. Bei den Profis geht das natürlich etwas schneller. Mit Profis kann das Unternehmen Kiefernbohm glücklicherweise dienen. Kiefernbohm, ein Sägewerk, eine Zimmerei und ein kleiner Holzhandel in Templin. Insgesamt beschäftigen wir 45 Mitarbeiter. Und ja, so die Hauptsortimente, die wir im Nadelholzsegment schneiden, ist das klassische Bauholz. Dort steigen wir dann aber tief in die Wertschöpfung ein. Also wir können das dann trocknen, wir können es hobeln. Oder wir können es auch, wie heute schon gesehen, in der Zimmereiabteilung dann komplett abbinden und als Montagebausatz auf die Baustelle liefern oder auch durch unsere eigenen Zimmerer dann auf der Baustelle aufstellen. Um die Fachkräfte auch in Zukunft sichern zu können, bildet das Unternehmen aus Hardenbeck auch aus. Motivation und Interesse an dem Naturprodukt Holz sind der erste Schritt zum Beruf. Unser Credo ist eigentlich, Qualität zu liefern. Dafür brauchen wir eigene Leute, die wir auch selber ausbilden. Wir bilden in zwei Bereichen aus. Der eine Bereich ist im Bereich Sägewerk, das heißt dann Holzbearbeitungsmechaniker. Beinhaltet eine dreijährige Ausbildung, sowohl praktisch als auch schulisch. Und ja, die Übernahmechancen sind dann auch sehr gut bei uns im Sägewerk. Der zweite Bereich wäre dann im Bereich der Zimmerei. Dort bilden wir klassisch den Zimmerer aus. 3 Jahre Ausbildung ist dort auch vonnöten. Das Bauprojekt am Wasser nimmt so langsam Gestalt an. Tatsächlich wiegt so ein Balken mehr, als ich dachte. Also Zähne zusammenbeißen und anpacken. Unterstützung kommt zum Glück von den Fachkräften. Zum Schluss soll ja auch nichts wackeln. Richtscheit anlegen, gucken, ob die Blase richtig liegt und dann kann weitergeschraubt werden. Ich und mein Holz.
Ja, und so wie hier sehen die Bootsschuppen dann aus, wenn sie mal fertig sind. Hinter mir sind die Männer noch ganz fleißig am Werken. Ich muss mich jetzt erst einmal aufwärmen, weil das sind wirklich schwierige Bedingungen, unter denen die Zimmerer hier arbeiten müssen. Aber trotzdem war es ein super Einblick in das Berufsbild des Zimmerers. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Jobtausch.